So, Freunde, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und jetzt gucken wir doch mal, was der gute Eddie von uns möchte. Sie klingen, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Oh ja, kann ich. Gestatten, Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende, denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Daher habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Gute Idee. Mit diesem Kohl ist nicht zu spaßen. Genau mein Gedanke. Ich kenne mich mit Pflanzen aus und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich Gut. kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Das ist immer dasselbe, die können den Laden nicht verlassen, aber ich finde es schön, dass selbst der Sprecher bei diesem Namen gestruggelt hat. Warum greifen Kobolde Feldcroft an? Mein Freund Bernard sagt, dass sie schon eine Weile in der Gegend gesehen wurden. Er glaubt, dass sie etwas suchen. Aber in letzter Zeit sind sie aggressiver. Aha. Könnten sie nicht einfach mehr Kaukohl anbauen oder kaufen? Das schon, aber das würde Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben, denn Renrocks Schergen werden jeden Tag gefährlicher. Außerdem geht es ums Prinzip. Ich habe diesen Kohl angebaut und er ist außergewöhnlich. Wissen Sie vielleicht, wo die Kisten sind? Soweit ich weiß, wurde eine südlich von Feldcroft gesichtet. Die andere soll südlich von Brockborough sein, in der Nähe des Flusses. Also gut. Ich werde Ausschau nach zwei Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Das ist sehr schön. Was verkaufen Sie? Wenn wir schon mal da sind, ne, ich mein Geld. Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Klingt nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Das werde ich gut gebrauchen können. Eieiei. Gut, verkaufen wir erstmal unsere ganzen Sachen. Mach hier mal. So, das hätten wir. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald dann. Entführter Kaukohl, Freunde. Entführter Kaukohl. Oh Gott, ist das weit. So, irgendwo hier soll es jetzt sein. So, offensichtlich nochmal ein Schatzgewölbe oder sowas. Gehen wir hier mal runter. Sieht eh nach dem Lager aus. Langsam ein wilderer Henker, nachdem er seinen Explosionsangriff entfesselt hat. Halt dich still, du kleiner Kniesel! Arresto Valencia. Du bist eine schlüpfende kleine Straflaus. Klatio! Trolle sollten sich vor dir hüten. Mal sehen, ob du feuerfest bist. Komm, bring doch! Moment! Es sieht nicht gut aus für dich. Genau. Du machst es, meine Leute zu töten. Livioso. Lumos. Akio. Oh, das war jetzt nicht so. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Hey, gib das zurück. Protego. Defindo. Incendio. Confringo. Du machst Confringo. Arresto. Das war noch nicht alles. Ja, komm schon. Ich warte noch mal auf das Confringo. Dann haben wir die Aufgabe ja abgeschlossen. Kann ja nicht so schwer sein. Confringo! Aber, na toll. Mal sehen, ob du Feuer fest. Confringo! Gib lieber auf. Als ob, wieso galt das denn nicht? Es sieht nicht gut aus für dich. Mal sehen, ob du feuerfest bist. Da
Also das einzige andere, was ich noch verlangsamt, wäre Eis. Selbst das geht nicht. Schwer fest. Aua. No, oh Gott, das war knapp. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Jo. Alohomora. Müssen wir erstmal. Ist das ein Muffler-Vogel? Noch Otter. Ach nee, das ist so ein. Naja. Freiwärste. Revelio. So, und hier. Da. Trollala. Sogar noch eine Mehrleads-Aufgabe, auch noch. Meine, ganz viele Sachen auf einen Haufen. Das Ministerium hat doch nie was für mich getan. Imperium! Kruzio! Oh, warte mal, entwaffne ein wilderer Henker. Bist du ein wilderer Henker? Wilderer Spuren suchen. Sorry, ich muss dich leider einfach nur ganz normal töten. Revelio. Uns ist auf jeden Fall sowas. Hier ist denn das. Eine Kiste habe ich. Fehlt nur noch die zweite. Doxie-Ei. Diese von Wilderern zum Gebrauch von Zaubertrinken gestohlenen schwarzen Eier stammen von einer Doxie. Das ist ein magisches Tierwesen, das manchmal mit einer Fee verwechselt wird. Oh, da unten. Okay. Revelio. Gefindo. Confringo! Okay. Achso, ich muss ja hier noch aktivieren, oder? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Oh, kann doch sein. Revelio. Kann ich dir auch nicht so genau sagen. Was ist denn hier? Confringo! Oh, das waren die Dinger zum Reparieren, oder? Reparo. Revelio. Reparo. Und die da hinten ist jetzt auch kaputt. Die war vorher mal ganz. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier unten im Süden bei Fellcroft oder wo immer, sind wir doch irgendwie in der Nähe, oder? Dass wir hier eigentlich schon mal alles gemacht hätten, aber. Dann wohl doch nicht. So, geht zum Ort an die zweite Kiste. Lass mich runter. Das ist jetzt wieder ganz weit weg. Die zweite Kiste hat es quasi fast bis Fellcroft selbst geschafft, ja? Dann reisen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Namens Fellcroft. Wird regelmäßig von Kobolden und so überfallen. Das ist nicht so ganz geil, aber. Moment.
Da ist unser Ziel. Du bist zum Sterben? Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft... Ranrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Kaukohl haben. Defendo! Confringo! Expelliarmus! Revelio! Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Korrespondenz der Kobold-Anhänger. Schade, dass wir hier nicht mehr rauskriegen. Ach ja, so. Wir sind da, wir müssen zurück nach Feldcroft einfach. Wir hier noch was mitnehmen? Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Okay. Hallo, haben Sie die spezielle Lieferung von meinem lieben Freund Eddie? Ja, Sisko, habe ich. Hallo, Mr. NDI. Eddie Thistlewood schickt mich. Ja, er sagte, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Ja, hier sind Sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Dieselben Übeltäter, die sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in ihrer und Eddies Schuld. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Wissen Sie vielleicht, warum die Kobolde Feldcroft angreifen? Keine Ahnung. Ich dachte, es läge an der strategisch günstigen Lage. Aber nun scheint es, als suchten sie nach etwas. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht weiß, wonach sie genau suchen könnten. Gerne. Schön, dass ich helfen konnte. Endlich etwas. Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? Hast du noch mehr zu erzählen gehabt, oder? Ja, guck mal, was haben wir hier alles noch? Ich bin neugierig, was in Feldcroft vor sich geht. Können Sie mir etwas dazu sagen? In unserem Dorf herrscht leider derzeit große Trauer. Einer unserer langjährigen Einwohner ist gestorben. Salomon Sallow. Oh. Er ist im Schlaf gestorben und er war noch so jung. Ein tragisches Schicksal hat uns alle schwer getroffen. Das Schlimmste ist, dass er sich um seinen Neffen und seine Nichte kümmerte. Die Kleine ist am Boden zerstört. Die Arme. Hey. Also eventuell ist das nicht so ganz die Wahrheit. Aber zu sagen, dass der Neffe den Onkel mit Avada Kedavra gekillt hat, ist jetzt auch nicht so geil, oder? Was verkaufen Sie hier? Schön, dass Sie fragen. Ich verkaufe alles, was es an Tierwesen-Nebenprodukten zu finden gibt. Wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie sich gern um. Irgendwann kommen Sie schon wieder. So ist es immer. Wie kam sie zu dem Geschäft in Feldcroft? Herrlich hier, oder? Aber ich habe es mir nicht ausgewählt. Es wählte mich aus. Ich bin hier aufgewachsen. Es ist mein Zuhause. Was den Laden betrifft, wahrscheinlich hat er mich ebenfalls ausgewählt. Ich habe schon immer gern mit Tierwesen gearbeitet. Meine Töchter lieben sie. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie den Laden übernehmen. Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Ja, das sind alles jetzt so... Produzieren wir halt alles selbst bei uns schon irgendwie, deswegen würde ich sagen... Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Verkaufen wir doch so mal ein bisschen Kleidung hier. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Level 37. So.
Ich habe irgendwie so ganz bisschen im Hinterkopf, das war ein Trollversteck. Dass wir hier, da waren doch nochmal solche komischen Schatzgewölbe mit diesen komischen Truhen. Wow. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, wir könnten da irgendwie... Ja, da vorbei. So. Ja. Nicht stehen bleiben, lieber Besen. Was magst du Schmerzen? Denkt an euer Versprechen. Ja. Der Rebellion. Accio. Wingardium Leviosa. Na gut, Ding mal los, wa? Beziehungsweise, warte mal. Revelio. Reparo. Das geht nicht, ne? Accio. Wir können gar keinen davon ziehen, das ist jetzt aber... Das ist blöd. Wingardium Leviosa. Wird das quasi nochmal nachbauen? Accio, Wingardium Leviosa. Als ja. Dann ist, glaube ich, der eine hier oben noch falsch. Accio, Wingardium Leviosa. Accio. Ach komm schon raus da. Accio. Defolto. Accio. Wingardium Leviosa. Geht doch so. Der muss dann theoretisch so. Da fehlen zwar so ein paar. Aber es geht auf. Also Ziel erreicht. Spürst es. Spürst den Hauch des Todes. Leviosa. Accio. Arresto Moment. Imperium. Cuzio. Avada Kedavra. Und tschüss. Und ja, auch da gibt es wieder Aufgaben, aber egal. Gilt hier erstmal als Erfolg. Ist das hier überhaupt... Diesen Troll versteckt. Da will ich jetzt nicht so unbedingt hin. Da ist nochmal ein Schatzgewölbe. Und... Nee... Ja. Die würde ich jetzt nochmal schnell mitnehmen. Jetzt, wo wir so halbwegs wissen, wie das hier zu erledigen. Huch, Moment. Wo ist hier der Eingang dazu? Hier unten? Nee. Was ist denn hier? Oh. Hi. Cuzio.
Protego! Sturmvor! Defendo! Imperium! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Glacio! Descendo! Ja, warten wir einfach auf Avada. 3, 2, 1. Oh, das wird nicht ausreichen. Protego, Stufo. Avada Kedavra. Das war echt knapp. So. Ich bin immer noch beim Troll verstecken, muss hier hinten hin. Mann. Will das Richtige zu entdecken, ist ja schon die Aufgabe. Ah. Imperium. Bleib draußen, ey. Ach, das so, dass man diesen Winddingern, ne? Das war irgendwie, glaube ich, schnell genug, einfach nur hinterherkommen, ne? Ha! Glaubst du etwa, du könntest mich besiegen? Imperium. So. Bam, 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 bam. Das ist. Hier, komm. Wir sind ja auch nur noch 2 Kills, glaube ich, vor den Trollzielen. Klingt ein bisschen komisch in dem Zusammenhang, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Nur noch 2-mal Troll, dann ist Weihnachten. Irgendwie so. Jetzt nur noch einmal. Ach, die arme Kuh. Böser Troll, böser Troll. So. Und hier ist nochmal so ein Versteckelding. Das sollte ich untersuchen. Oh, hi. Imperium. Gut, ein bisschen vergoldet der Flur, aber... Ja. Oben, rechts, links. Das heißt, es fehlt unten, oder? Gut. Accio! Wingardium Leviosa! Ja, nicht so ganz. Nein, 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 nein. Accio! Komm doch mal her. Wingardium Leviosa! So. Jetzt. Sehr schön. Wunder, wunderbar.
Wunderbar. So, was? Es gibt jetzt noch einen ganz schnellen Kill zum Abschluss der Folge. Der letzte uns wohl verbliebene Troll für die Freischaltung. So, habe ich mir das natürlich wieder nicht markiert, oder? This way. Juhu, Herr Troll. Sind Sie hier? Oh. Das ist nicht so geil. Imperium. Entspann dich, mein großer Freund. Revelio. Noch was zum Einsammeln? Ach komm, als ob hier noch eine arme tote Kuh hier. Man das hier? Wir waren hier offensichtlich schon mal. Na gut, die Freunde. Dann würde ich sagen, holen wir uns das noch schnell ab, bevor ich das vergesse. Aber es wird jetzt hier definitiv einen Aufnahmebreak geben. War das hier? Da. Ach, bis ich das wieder finde, ey. Ja, hier muss es gewesen sein, oder? Da, Trolle. Bam. Sehr schön. Gut, die Freunde. Dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hummel, Hummel. Moss.